John hier. Kannst du mich gut hören, ja? Okay, also ohne Umschweife. Ich habe gesehen, was du kannst und bin beeindruckt. Aber mal schon. Ob es ist, dich so hart wie möglich ranzunehmen, um zu sehen, was wirklich in dir steckt. Wir fangen mit einem kleinen Wingsuit-Sprung an. Die Dropzone ist nicht weit. Also mach dich auf den Weg. Denk dran, deinen Flugkontinentzug kannst du dir jederzeit überwerfen, egal wo. Du brauchst nur einen Ort, der für den Absprung geeignet ist. Das sah gut aus. Du hast dich wirklich nicht zurückgehalten. Jetzt zieh die Leine und ziel auf das Gebiet, das wir uns vorhin angesehen haben. Da geht es dann mit dem Snowboard weiter. Mal sehen, wie schnell du zwischen den Disziplinen wechseln kannst. Denn das wird dich jetzt ziemlich oft machen. Ich hab mich ordentlich durchgeschüttelt. Gedacht, ich stehe nicht mehr auf. Oh, yes!
Dann zeig mal, was du drauf hast. Dann komm mal am Basislager vorbei. Sieh auf deine Karte. Es ist neben einem Gipfel namens Tête du Danet. Dort nicht schwer zu finden sein. Basislager sind hier draußen unerlässlich. Nutze sie, um das Umfeld zu erforschen und neue Lines zu entdecken. Willkommen im Basislager. Diesen Ort habe ich gewählt, weil er sehr zentral im Arabiegebiet liegt. Sieh dich mal um und dann verstehst du, was ich meine. Von hier aus kannst du gehen, wohin du willst, aber wir müssen uns auch andere Orte erschließen, damit du auch neue Lines fahren kannst. Ich habe mir vorhin ein paar Orte angesehen, die ich dir zeigen möchte. Jetzt sieh dir nochmal die anderen Orte an.
Hier im Gebiet gibt es massenweise Orte und Lines wie diese. Wenn du sie findest, nutze das Terrain, um die Disziplinen zu mischen, damit alle sehen, wie gut du die verschiedenen Sportarten beherrschst. Ein paar der anderen Fahrer meinten, dass es auch abseits der üblichen Wege ein paar tolle Lines geben soll. Also versuch doch mal, sie zu finden. Und denk dran, nicht alles muss auf der Karte verzeichnet sein. Er muss hier in diesem Gebiet sein.
Bingo. Sieht nach einer super Dropzone aus. Mach dich auf den Weg, dann sehen wir es uns genauer an. Das ist es. Hier findest du eine Menge Lines, auf denen andere Fahrer schon geglänzt haben. Wenn du Eindruck schinden willst, musst du sie fahren, und zwar richtig gut. Hier draußen geht es nur darum, zu zeigen, was du kannst und besser zu sein, als die, die vor dir da waren. Also such nach solchen Stellen. Bereit? Dann los! Bin ich nicht aufzuhalten. Super, bei der Fahrt ging es nur darum, deine Freeride-Skills zu präsentieren, um dir zu zeigen, wie flüssig du die Lines abfahren kannst. Und das hast du getan. Echt nicht mein Tag. Du
dieser Sturz. Ich muss echt besser aufpassen. Schwer bin ich nicht mehr gestürzt, seit ich angefangen habe. Das passiert auch den Besten von uns. Ich habe mir bei dem Sturz eine Rippe gebrochen. So hart bin ich lange nicht mehr gestürzt. Ich höre, sprechen die Leute bereits über dich. Okay, hier gibt es noch mehr Spots wie die, die du schon ausprobiert hast. Aber um die besten Lines zu finden, brauchen wir auch die besten Orte, um sie zu erreichen. Siehst du es schon? Benutzt das Fernglas, um danach zu suchen. Das ist perfekt, um neue Lines zu finden. Also benutzt es von Zeit zu Zeit. Die ich entdeckt habe, ist irgendwo hier entworfen. In der Nähe ist ein Snowpark, der perfekte Ort, um deine ganzen Tricks vorzuführen. Außerdem gibt's noch eine tolle Paraglider-Strecke, die du einfach geflogen haben musst. Alle sagen ständig, dass ich sie mal ausprobieren soll. Also habe ich sie in deine Aufwärmübung eingebaut. Na los, probier beides aus.
Also das nenne ich mal einen schönen... Dein Ruf wächst bereits. Und ein paar der Athleten reden schon darüber, wie gut du die verschiedenen Luft- und Bodendisziplinen mischen kannst. Klasse, den Park hast du erstmal richtig gerockt und ein paar krasse Sprünge gezeigt. Ich bin beeindruckt und nicht nur ich. Hervorragend, ich muss jetzt mal ehrlich sein. Hinter dieser Aufwärmübung steckte mehr, als ich dir verraten habe. Es ging nämlich darum, die Organisatoren eines Events hier in der Gegend zu überzeugen, dass du so gut bist, wie ich gesagt habe. Tja, nun rat mal, sie waren beeindruckt und möchten, dass du teilnimmst. Dein Ruf öffnet dir erste Türen. Und je bekannter du wirst, desto häufiger wirst du zu Events wie diesem eingeladen. Gut, dann mach dich auf den Weg und lass dir die Gelegenheit nicht entgehen. Es geht um ein Freeride-Event, der durch ein Dorf führt. Wenn du Erster werden willst, wirst du... Wenn du so weiterfährst, werden die Leute bald Schlange stehen, um dir die Hand zu schütteln. Ich habe eine kleine Filmcrew zusammengestellt, die deine Heldentaten aufnehmen soll. Die Typen wissen, wie man Extremsport in Szene setzt und Bilder bekommt, von denen jeder Fahrer träumt. Sehen wir uns mal was von ihnen an. Thank you.
Klasse, oder? Du kannst die Aufnahmen jederzeit ansehen. Spiel einfach mit den Kamerawinkeln und den Wiederholungsmodi rum, um alles aufzupeppen. Eins muss ich dir noch zeigen. Ich hab's auf der Karte markiert. Los, mach dich auf den Weg. Hier draußen gibt es nicht nur Herausforderungen anderer Fahrer. Es wimmelt geradezu von unentdeckten Lines, die nur auf dich warten. Also benutzt die Dropzones, um sie zu finden. Ich habe vorhin eine entdeckt, die perfekt aussah. Sieh sie dir mal an. Siehst du das? Solche Perlen gibt es hier überall in den Bergen. Sieh dich einfach ein bisschen um, dann findest du sie. Und wenn du sie findest, naja, dann lass die Sau raus und hab Spaß. Das war genau das, was ich wollte. Du hast dir diese Line zu eigen gemacht. Viel zu gut, um sie nicht zu teilen. Los, mach die anderen Fahrer auf deine Leistung aufmerksam und erstell eine kleine Herausforderung für sie. Dann mach jetzt mal dein Ding. Denk dran, das ist deine Reise. Du kannst machen, was du willst. Aber es geht auch immer darum, deinen Ruf zu verbessern. Also erkunde deine Umwelt, um neue Dropzones zu finden und neue Lines zu erkunden. Geh Risiken ein. Denk beim Fahren immer an deinen Style. Nimm die größten Sprünge und zeig die abgefahrensten Tricks. Nimm die Herausforderungen der anderen Fahrer an und suche nach den Berggeschichten, von denen es ja einige gibt. Wenn du das tust, verspreche ich dir, dass du unglaubliche Sachen erleben wirst. Ich habe die Crew vorgeschickt, um sich das Gebiet anzugucken und neue Basislager zu errichten. Sie haben auch einen Haufen neuer Lines gefunden, mit denen du deinen Ruf aufpeppen kannst. Also raus mit dir! Okay, es wird Zeit, dein Können mal richtig auf die Probe zu stellen. Ich werde dir die Sache nicht schönreden, das mache ich nie. Das wird ein höllischer Trip. Viele haben schon versucht, diesen Gipfel zu erreichen und sind dabei gescheitert. Aber die Bedingungen sind perfekt. Also mach jetzt einfach einen Schritt nach dem anderen. Setz alles ein, was du gelernt hast, dann schaffst du es auch bis ganz nach oben. Okay, es wird Zeit, dein Können mal richtig auf die Probe zu stellen. Ich werde dir die Sache nicht schönreden, das mache ich nie. Das wird ein höllischer Trip. Viele haben schon versucht, diesen Gipfel zu erreichen und sind dabei gescheitert. Aber die Bedingungen sind perfekt. Also mach jetzt einfach einen Schritt nach dem anderen. Setz alles ein, was du gelernt hast, dann schaffst du es auch bis ganz nach oben.
Verdammt. Miller und seine Crew bauen gerade ihre Ausrüstung oben am Berg auf. Also kann er später reinkommen. Seine Scouts haben mir gesagt, dass die 5 Stellen, die sie ausgesucht haben, perfekt sind. Sie haben viele große Sprünge eingebaut, damit du bei den Aufnahmen reichlich Airtime kriegst. Das Problem ist nur, Miller will das alles in einem einzigen Take haben. Ich weiß, aber er ist ein echter Crack. Sein letzter Film, Die Kunst des Shreddens, der ging ab. Die Kids kriegen gar nicht genug von ihm. Und egal, was er auf YouTube hochlädt, seine Klicks sind kolossal. Und die Fahrer bekommen Aufmerksamkeit. Außerdem klopft angeblich... Da vorne könnte es echt interessant... zu weit entfernt. Ich muss weiter, noch ein bisschen näher ran. Das ist ganz groß. Der erste Nahflug am Abhang des Matterhorns entlang. Das hat sie schon rumgesprochen und ein Haufen Medien sind da, um den Sprung zu filmen. Ich muss mich nur genauer umsehen, dann finde ich den Spot schon. Ich glaube, der Ort, den ich vorhin entdeckt habe, ich muss näher ran. Ich bin mir ganz sicher, dass es... Ich bin sicher, dass es hier irgendwo sein muss. Es kann nicht mehr weit sein. Ich sehe mir die Umgebung nochmal genau... Noch ein fantastischer Spot eingetütet. Dann will ich doch mal sehen, welche Möglichkeiten sich da für mich ergeben. Dass du glaubst, du wärst noch nicht bereit, aber du irrst dich. Du warst noch nie so bereit wie jetzt für diesen Gipfel. Das Wetter ist perfekt und er ist reif für den Aufstieg. Also marschieren wir los. Ich verstehe, dass du glaubst, du wärst noch nicht bereit, aber du irrst dich. Du warst noch nie so bereit wie jetzt für diesen Gipfel. Das Wetter ist perfekt und er ist reif für den Aufstieg. Also marschieren wir los. Travis und Zack haben die letzten Tage damit verbracht, den optimalen Ort für diesen Dreh zu suchen. Und ich glaube, sie haben ihn gefunden. Einen Gletscher, hier auf dem Mont Blanc. Okay, also, wir warten eigentlich nur auf dich. Auf dem Weg hierher habe ich ein paar coole Orte entdeckt, wo ich neue Tricks üben will. Lust mitzukommen? Dass du glaubst, du wärst noch nicht bereit, aber du irrst dich. Du warst noch nie so bereit wie jetzt für diesen Gipfel. Das Wetter ist perfekt und er ist reif für den Aufstieg. Also marschieren wir los.
Nein, nein! Ah! Au! Okay, das war's, Leute. Wir haben genau das, weshalb wir hergekommen sind. Das war gute Arbeit, echt gute Arbeit. Durchgeschüttelt. Au! Klasse Freestyle. Weiter so. Wir haben schon ein paar geile Shots. Sagen, bevor ich das Material gecheckt habe. Ich glaube, die Bilder sind Gold wert. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ich glaube, wir haben hier erstklassige Arbeit geleistet. Warum wirfst du nicht einen Blick auf die Aufnahmen und siehst dir den Lauf selber an? Ja.
ist ganz groß. Der erste Nachflug am Abhang des Matterhorns entlang. Das hat sie schon rumgesprochen und ein Haufen Medien sind da, um den Sprung zu filmen. Wenn du das durchziehst, gehen die Videos ab wie ein Zäpfchen. Und dein Ruf geht dann garantiert durchs Dach. Ich habe auch mit Zack und Travis geredet. Da oben weht ein ordentlicher Wind. Also bekommst du Druck von der Seite, sobald du in der Luft bist. Aber das sollte helfen, Abstand vom Felsen zu halten. Alles klar? Bereit? Ich verstehe, dass du glaubst, du wärst noch nicht bereit, aber du irrst dich. Du warst noch nie so bereit wie jetzt für diesen Gipfel. Das Wetter ist perfekt und er ist reif für den Aufstieg. Also marschieren wir los. Okay, dieses Mal stellt ja Salomon jemand aus seinem eigenen Team zur Seite. Ich war oben und hab mir die Route angeguckt. Und da gibt's ein paar... Ich bin Aravi. Und das sind meine Geschichten. Sollen wir beginnen? Ich bin ein Berg. Älter als die Menschheit. Und so zeitlos wie die Erde selbst. Im Sommer schenke ich dir üppige grüne Wiesen unter einem felsigen Kranz. Voller wilder Blumen und grasender Kühe. Aber jetzt und hier, im kältesten aller Winter, schenke ich dir schneebedeckte Gipfel und eine Berglandschaft mit unbegrenzten Möglichkeiten. Einige von euch werden die weißen Wälder zu Fuß erkunden. Andere werden bei einem Rennen hindurchrasen. Manchmal bei schönstem Sonnenschein. Manchmal bei Nacht. Aber jedes Mal biete ich jedem Besucher wieder einen ganz neuen Genuss. Von den faszinierenden alten Ruinen, die von Männern und Frauen einer längst vergessenen Zeit erbaut wurden. Bis zu den Steinstapeln, die ihr Steinmännchen nennt und die auf meinem Land die erhabenen Berggipfel und Pässe markieren, die ich all jenen von euch anbiete, die es wagen, sich meinen Herausforderungen zu stellen. Und Herausforderungen biete ich euch, oh ja. Aber wenn ihr das, was vor euch liegt, meistern könnt, dann wartet eine unbezahlbare Belohnung auf euch. Erinnerungen. Wunderbare Erinnerungen. Einige von euch werden mich zu Fuß oder auf diesen merkwürdigen Brettern erkunden, die ihr euch an die Füße schneidet. Andere steigen in die Lüfte empor und gleiten vom Gipfel zu den Gewässern in den Tälern. Und alles in euch aufzunehmen. Denn diese prächtigen Orte zu durchqueren, ohne ihre Schönheit zu erkunden, wäre wahrlich eine Sünde. Von vielfältigen Landschaften über Steilwände voller Vorsprünge, zu atemberaubenden Schluchten und riesigen, unberührten Schneefeldern. Es
gibt nur wenige Orte auf der Erde, wo ihr all diese magischen Elemente gleichzeitig erleben könnt. Ihr müsst mir nur sagen, was ihr möchtet und wo ihr hin wollt. Und ich werde euch in die richtige Richtung führen. Aus dem Material können wir eine echt coole Episode machen, das ist mal klar. Nachtaufnahmen sehen immer fantastisch aus. Ich gehe mal an die Arbeit und klopfe die Salomon-Leute weich. Mal sehen, ob ich dir noch ein paar Gigs besorgen kann, solange die hier draußen sind. Zu weit entfernt. Ich verstehe, dass du glaubst, du wärst noch nicht bereit, aber du irrst dich. Du warst noch nie so bereit wie jetzt für diesen Gipfel. Das Wetter ist perfekt. Und er ist reif für den Aufstieg. Wir gehen echt durch die Decke, das sag ich dir. Du hast gerade den Schlüssel zur Extreme Sports Executive Lounge hier in der Aravi-Region erhalten. Nur die besten Fahrer bekommen diesen Zugang zum Gipfel des Pointe Percé. Also schätze dich glücklich. Die Lines da oben sind nämlich der Stoff, aus dem die Träume gemacht sind. Das ist ganz groß. Der erste Nachflug am Abhang des Matterhorns entlang. Das hat sie schon rumgesprochen und ein Haufen Medien sind da, um den Sprung zu filmen. Wenn du das durchziehst, gehen die Videos ab wie ein Zäpfchen. Und dann... Ich bin der Schausteller. Der Bombastische. Keiner ist perfekt. Ja. Heute ist echt nicht mein Tag.
Gratulation, du hast die 5 Löcher bezwungen und dir einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Aber hält's nicht sofort weiter. Bleib noch etwas hier, denn ich garantiere dir, dass du noch viele wunderbare Strecken finden kannst. Ein paar Neuigkeiten, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Kennst du den Typ, dem die Firma High Flyers gehört? Der mit den Heißluftballons, zu denen nur die besten Fahrer Zugang erhalten. Okay, wir können jetzt die Heißluftballons in der Aravi-Region benutzen. Die eignen sich hervorragend für spektakuläre Videos und natürlich, um die verrücktesten Strecken zu erreichen. Außerdem gibt es noch einen kleinen Insider-Wettbewerb, den sich die Fahrer für jeden der Ballons ausgedacht haben. Kannst du dir vorstellen, was man da alles machen kann? Und die Mörderlines, die über die Snowparks und Dörfer weiter unten führen, habe ich noch nicht einmal mitgezählt. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei deinen neuen Aufgaben. Arbeit. Jetzt bist du schon fast ganz oben. Willst du es gleich nochmal versuchen?
böser Sturz. Ich muss echt besser aufpassen. Der Lauf hatte gerade den ersten Platz gesichert. Ich bin der Schausteller. Der Bock. Mehr gestürzt, seit ich angefangen habe. Red Bull gibt gerade echt Vollgas. Zum Beispiel organisieren die Mörder-Events wie dieses, wo nur die Besten der Besten an.
Warte! Oh, yes! Unglaublich! Weißt du noch, was ich sagte? Liefer ihnen eine Show, die sie nicht vergessen werden! Ha! Und genau das hast du getan! Und mehr! Die flippen mir richtig aus hier! Findest jetzt langsam wirklich Beachtung. Salomon startet einen neuen Event in Tirol und sie hätten dich gerne dabei. Dieser Lauf wird dich sowohl körperlich als auch mental fordern. Es ist eine lange Strecke durch verwinkelte Wälder ohne Markierungen. Du musst also schnell denken und die effizienteste Route finden, um hier zu gewinnen. Ich verstehe, dass du glaubst, du wärst noch nicht bereit, aber du irrst dich. Du warst noch nie so bereit wie jetzt. Da meldet sich gleich mein Entdeckerherz. Ich stehe. Okay, ich würde dir gerne meinen alten Kumpel Sidford. Ich glaube, das könnte. Tatsächlich, ja, das müsste es sein. Ich muss nur. Es ist nicht mehr allzu weit, aber ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Ich muss noch näher ran. Das wird schon. Okay, ich würde dir gerne meinen alten Kumpel Sid vorstellen, den singenden Tannenbaum. Ich verstehe, dass du glaubst, du wärst noch nicht bereit, aber du irrst dich. Okay, ich würde dir gerne meinen alten Kumpel Sid vorstellen, den singenden Tannenbaum. Ich verstehe, dass du glaubst, du wärst... Okay, ich würde dir gerne meinen alten Kumpel Sid vorstellen, den singenden Tannenbaum. Na, Hallöchen. Der alte Sid muss sich jetzt erstmal verstecken, damit wir loslegen können. Okidoki, ich bin weg. Sobald du bei der Kirche bist, läute die Glocke und hör auf die lieblichen Töne, die er von sich gibt. Dann musst du nur noch herausfinden, wo sich Sid im Wald versteckt und zack, du gewinnst. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich verstecke fest. Okay, ich würde dir gerne meinen alten Kumpel Sid vorstellen, den singenden Tannenbaum. Na, Hallöchen. Der alte Sid muss sich jetzt erstmal verstecken, damit wir loslegen können. Okidoki, ich bin weg.
Sobald du bei der Kirche bist, läute die Glocke und hör auf die lieblichen Töne, die er von sich gibt. Dann musst du nur noch herausfinden, wo sich Sid im Wald versteckt und zack, du gewinnst. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich stecke fest. Verdammt, Sid, du solltest schon längst weg sein. Ich geb dir mal Starthilfe. Pass auf, was du machst dann. Alles okay, ihm geht's gut. Er steht auf den Beinen. Das war knapp. Na gut, Leute, lasst die Spiele beginnen. Spitzenarbeit, mein Lieber. Spitzenarbeit. Oh, ich glaube, ich kann nicht stolzer sein. Was für eine geile Location. Was ich da wohl für Lines fahren kann? Miller und seine Crew bauen gerade ihre Ausrüstung oben am Berg auf. Also kann er erst später reinkommen. Seine Scouts haben mir gesagt, dass die 5 Stellen, die sie ausgesucht haben, perfekt sind. Sie haben viele große Sprünge eingebaut, damit du bei den Aufnahmen reichlich Erde...
Verdammt, ich bin noch zu weit weg. Ich muss unbedingt noch näher ran. Ob hier schon jemand neue Herausforderungen gefunden hat? Ich werde mir das mal ansehen. Miller und seine Crew bauen gerade ihre Ausrüstung um. Okay, ich würde dir gerne meinen alten Kumpel Sid vorstellen, den singenden Tannenbaum. Na, Hallöchen. Der alte Sid muss sich jetzt erstmal verstecken, damit wir loslegen können. Okidoki, ich bin weg. Sobald du bei der Kirche bist, läute die Glocke und hör auf die lieblichen Töne, die er von sich gibt. Dann musst du nur noch herausfinden, wo sich Sid im Wald versteckt. Und Sid, du gewinnst. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich stecke fest. Verdammt, Sid! Du solltest schon längst weg sein. Ich gebe dir mal Starthilfe. Danke. Pass auf, was du machst, Mann. Alles okay. Ihm geht's gut. Er ist wieder auf den Beinen. Das war knapp. Na gut, Leute. Lasst die Spiele beginnen. Das war prima. Heute bin ich nicht. Aber ich sollte mich jetzt nicht ausruhen. Ich muss weiter pushen, bis ich den nächsten Level erreiche.
Jetzt öffnen sich wirklich viele Türen. Uns wurde gerade der Zugang zum Gipfel des Ortlers gewährt. Du wirst es da oben lieben. Da gibt es die allerbesten Bergrückenstrecken der Welt. Und die Aussicht, wenn du da oben fliegst. Ich sag's dir, einfach atemberaubend. Wo ist noch einer? Das sehe ich mir genauer an. Ich bin der Ortler. Und mein Land ist so alt wie die... Die Stelle, die ich entdeckt habe, es kann nicht mehr weit sein. Wunderbar. Ich bin schon verliebt in den Spot. Endlich was Neues zum Entdecken. Da vorne könnte... Ich muss weiter, noch ein bisschen näher ran. Ich glaube, da drüben könnte ein guter... Muss noch näher ran. Thank you.
auch den Besten von uns. Ich bin sicher, dass es hier irgend... Ich glaube, der Ort, den ich vorhin entdeckt habe, muss hier irgendwo sein. Ich suche noch mal genauer. Miller und seine Crew bauen gerade ihre Ausrüstung oben am Berg auf. Also kann er erst später reinkommen. Seine Scouts haben mir gesagt, dass die fünf Stellen, die sie ausgesucht haben, perfekt sind. Sie haben viele große Sprünge eingebaut, damit du bei den Aufnahmen reichlich Erdbeeren kriegst. Das Problem ist nur, Miller will das alles in einem einzigen Take haben. Ich weiß, aber er ist ein echter Crack. Sein letzter Film, Die Kunst des Shreddens, der ging ab. Die Kids kriegen gar nicht genug von ihm. Und egal, was er auf YouTube hochlädt, seine Klicks sind kolossal. Und die Fahrer bekommen Aufmerksamkeit. Außerdem klopft angeblich Hollywood bei ihm an. Also, das könnte eine gute Gelegenheit sein, ins Rampenlicht zu rücken und deinen Namen mit etwas Besonderem zu verknüpfen. Ich muss mich nur genauer umsehen. Noch ein fantastischer Spot eingetütet. Dann will ich doch mal sehen, welche Möglichkeiten sich da für mich ergeben.